Willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Cardomania zu einem neuen Video. Wir haben wieder einen richtig coolen Versuch für euch. Und zwar geht es wieder um Gewichte. Was haben wir vor? Wir haben zwei identische Karts, unsere 7 PS Karts. Das sind ja die Standard-Karts, die jeder fahren kann. Wir haben mich als Fahrer und Tim als Fahrer. Wir runden es jetzt mal so ein bisschen auf, damit es nicht ganz so schwer mal zu rechnen ist. Auf und ab, genau. Wir gehen mal davon aus, ich wiege 70 Kilo, sind eigentlich 71, aber wir nehmen es mal 70, weil es leichter ist zu rechnen. Tim wiegt ein bisschen was über 90, wir nehmen mal 90, okay? Das ist so. Nett ausgedrückt, danke. Heißt, wir haben genau 20 Kilo Unterschied. Was wir jetzt machen ist, wir gucken mal, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Gewicht beim Durchzug ausmacht bei dem Kart. Beschleunigung. Genau, Beschleunigung. Setzen wir uns jetzt beide rein. Jeder in einen Kart, wir sind die gerade ausgefahren, fahren beide die gleichen Zeiten, von daher alles tutti. Wir beschleunigen einmal von hier los, haben die komplette Gerade zur Verfügung und fahren das Rennen in Anführungszeichen bis Startziel. Da stellen wir dann wahrscheinlich auch die Kamera hin und fahren dann an der vorbei, dass ihr seht, wer wie gewonnen hat. Nach dem ersten Durchlauf geben wir mir 10 Kilo mehr dazu, dass ich 80 Kilo habe und Tim 90. Heißt, dass die Differenzen nur noch 10 Kilo sind. Fahren wieder, gucken, wie es auswirkt. Bei gleichem Gewicht wird es gleich schnell sein. Von daher packen wir dann auf Tim 10 weitere Kilo drauf. Heißt, dass wir immer eine größere Spanne kriegen, dass wir sehen, wie viel mehr Gewicht, wie viel langsamer macht in der Beschleunigung. Genau, das heißt im Endeffekt, wir knallen bei mir 10 drauf, du fährst dann aber wieder mit Körpergewicht, um einfach die Differenz zwischen uns zu erhöhen, um zu sehen, wie viel macht das aus, wenn ich 30, 40, 50 Kilo wäre. Und dann am Ende 120. 120 zu 70, genau. Wie viel das tatsächlich ausmacht. Wir werden mal gucken, wie schnell kommen wir weg, wie schnell ist die Beschleunigung. Ja, ich bin mega gespannt. Deswegen, lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Kommentieren, abonnieren und liken nicht vergessen. Schreibt mal rein, macht es einen großen Unterschied, macht es keinen Unterschied. Und habt ihr vielleicht selber Erfahrungen damit? Ja, genau, das kann natürlich auch gut sein. Und dann würde ich sagen, stellen wir die Kamera aus und dann legen wir los. Jo. Normales Körpergewicht 70 zu 90 Kilo. 3, 2, 1. So. Jetzt packen wir bei dir 10 Kilo rein. 10, ja. 5 oder nochmal? Andere Seite. Ja, also, ja, mein Gott. Es geht da jetzt nicht um Performance. Es geht da nur ums Gewicht. So. Also, wir haben jetzt 80, zu 80 gegen 90 Kilo. Dann 3, 2, 1, los! Also das war jetzt schon ein krasser Unterschied. Also ich würde sagen, so am Anfang war es jetzt gleich, aber so ab 20 hat man dann schon gemerkt, dass wieder mehr. Es war aber relativ, es ist relativ im konstanten Abstand geblieben. Ja, ja. Also es ist, du bist ein bisschen schneller, aber es war nicht mehr so viel Unterschied wie beim Anfang auf jeden Fall. Ich nehme jetzt einmal nochmal zwei mehr. Soll ich gleich nochmal zwei mehr nehmen? Nochmal mehr wäre er dann 90, 90, dann wäre er gleich schnell. Ja, jetzt packen wir bei mir. Jetzt packen wir die bei dir rein. So, wir haben jetzt einmal bei mir 100 Kilo und bei Marcel 70 Kilo. Genau, das und guck mal, wie viel das jetzt Unterschied macht. Das ist jetzt auch ein praktisches Gewicht, wie wir die Zeiten damals gemessen haben, 70 zu 100. Das wären jetzt die Zeiten, die wir damals gemessen haben, genau in dem anderen Video. Da können wir jetzt mal schauen, wie viel das in der Beschleunigung tatsächlich ausmacht. Okay. Also legen wir los. 3, 2, 1, los! Ja, jetzt zieht deutlich weg. So Leute, ihr seht es bestimmt an der Nummer. Nummer 12, die ich gerade gefahren bin, hat leider technisch defekt gehabt. Von daher muss man kurz Kart tauschen. Hey, wenn wir jetzt losfahren, fahr ein bisschen mehr nach links, okay, weil sonst komme ich nicht durch. Alles klar. Also wir fahren jetzt 110 gegen 70 Kilo, 40 Kilo Unterschied, schauen wir mal, wie viel es ausmacht. 3, 2, 1, los! Aha, aha. Okay, das war jetzt sehr interessant. Jetzt voll interessant, mal losgefahren sind, wir haben ein bisschen gleich, aber ab dem Moment, wo so die ganze Kraft da war, bin ich dann auf einmal schneller geworden. Ja.
Das ist das, wovon man öfters mal redet in dem Kart. Es ist vielleicht ein schneller eine Beschleunigung, dafür ist das andere schneller bei der Endgeschwindigkeit. Da hatten wir ja auch öfter die Diskussion. Lass mal noch die anderen 10 Kilo. Wir machen jetzt einmal noch komplett voll meine Kasten. Das heißt, ich bin dann auf 120 Kilo. Der maximale Unterschied und dann schauen wir mal, wie viel Unterschied das macht. Aber dann, sobald man erstmal rollt und die Kupplung voll da ist gefühlt, dann, ja, dann merkt man den Unterschied. So, jetzt habe ich bei mir die Cache komplett voll beladen. Das heißt, ich bin jetzt bei 120 Kilo. Das heißt, fast zweimal du. Du bist bei 70 Kilo, wir schauen einfach mal, wie viel Unterschied das jetzt macht. Ich würde sagen, 3, 2, 1, los! Jetzt finde ich, hat man es deutlich gesehen, oder? Ich finde, jetzt hat man es deutlich gemerkt. Genau, ich denke, jetzt hat man gerade den Unterschied schon gemerkt. Dass das Gewicht halt doch einfach was ausmacht. Ja, also wie gesagt, es ist, ich habe das Gefühl, man kann das auch nicht immer 100% wie sagt man, replizieren oder halt, man kann es nicht immer wieder auf den Punkt genau gleich machen, weil halt ja, die Motoren halt, sind auch ein bisschen anders. Einer ist ein bisschen früher am Gas, genau. Einer lässt früher die Bremse los. Es ist nicht 100% aber nachvollziehbar. Man nachvollziehbar merkt trotzdem, schon. Ja, ja. Aber man, ich finde, man merkt halt trotzdem, je mehr Gewicht dazu kommt, genau, desto vielleicht nicht unbedingt schlechter ist der Start. Aber vor allem dann so ab, die, ja, so nach den ersten beiden Sekunden, da merkt man dann halt, dass das Kart halt einfach noch mehr Druck genau hat, weil es halt einfach leichter ist. Ich glaube, das kann auch teilweise daran liegen, jetzt gut, bei deinem Gewicht wird es noch nicht so arg viel ausmachen. Aber wenn das jetzt ja noch jemand Leichteres ist, der wird am Anfang auch nicht, einfach nicht so viel Grip, wie er eigentlich an Leistung hat, auf den Boden gedrückt bekommen, weil er einfach zu leicht ist. Ja. Deswegen hatten wir vorher wahrscheinlich auch kurz diese eine Moment, wo du nur 10 Kilo warst, wo es relativ ähnlich war. Ja. Habe ich das Gefühl, weil das so einfach, ja, einfach vielleicht beide eine relativ ähnliche Kraft auch mit dem Kart auf den Boden bekommen haben. Ja. Aber wie gesagt, man merkt es auf jeden Fall, also es macht einen Unterschied, Gewicht, definitiv. Ja. In der Beschleunigung, wir haben es aber ja auch schon mal in einem Video erklärt, wenn jemand seine Linie kennt mit seinem Gewicht, kann man da sehr, sehr viel rausholen. Klar wird es, jemand, der leichter ist, wird es auch etwas leichter haben, wieder raus zu beschleunigen, beziehungsweise Fehler gut zu machen. Jemand, der schwerer ist, hat es da schwerer. Ja. Ja, wortwörtlich. Nee, aber ich denke mal, ich glaube, der Versuch ist klar geworden. Ja, genau, richtig. Man hat es gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, liked, abonniert natürlich, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir zwei gehen jetzt erstmal in Feierabend. In Feierabend. Und wir sehen uns beim nächsten Video. So sieht's aus. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.